Hallo und herzlich willkommen bei Beauty TV. Ich heiße Paulina und ich stelle euch heute schnelle Tipps für eine Typveränderung vor. Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, manchmal guckt man in den Spiegel und ist einfach gelangweilt von der immer gleichen Frisur oder den immer gleichen Klamotten. Dann ist es höchste Zeit für eine Typveränderung. Und manchmal reichen auch schon Kleinigkeiten aus, um eine Veränderung im Look zu erzielen. Fangen wir mit dem Thema Make-up an. Da kann man ja ganz viel experimentieren, vor allem mit Farben. Wie wär's denn zur Abwechslung mal mit richtig knalligen Farben? Ich habe euch hier mal so ein paar knallige Lippenstiftfarben mitgebracht. Einmal so ein schönes knalliges Rot oder auch Pink. Wem das ein bisschen zu viel ist, der kann auch erstmal mit knalligen Nagellackfarben anfangen. Zum Beispiel hier so ein tolles Neongelb oder auch so ein cooles Neonorange. Eine weitere Möglichkeit, wie man etwas Farbe in sein Make-up bringen kann, ist blaue Wimperntusche. Wir tragen ja immer nur schwarze Wimperntusche, dabei kann man mit blauer Wimperntusche so viel verändern. Ich habe hier so eine richtig knallige mitgebracht, die wirklich eine super Farbe hat. Und gerade zum Beispiel bei braunen Augen bildet es einfach so einen schönen Kontrast. Bei blauen Augen kommt pinke Wimperntusche sehr cool und bei grünen Augen sieht violette Wimperntusche sehr schön aus. Ein weiterer Tipp für eine Typveränderung sind aufgemalte Sommersprossen, also sogenannte Fake Freckles, wie beispielsweise Kendall Jenner sie trägt. Wer also nicht mit Sommersprossen gesegnet ist, kann sich die schönen Sommersprossen auch einfach selbst aufzeichnen. Dazu braucht man einfach einen dünnen Eyelinerstift oder einen Augenbrauenstift. Am besten wählt man eine Farbe, die so 1 bis 2 Nuancen dunkler ist als der eigene Hautton. Und dann findet man auf Instagram wirklich unzählige Videos und Tutorials, wie man sich die Sommersprossen aufzeichnen kann. Beim Thema Typveränderung kommen wir an neuen Haarfarben nicht vorbei. Ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, wenn man vom Friseur kommt und sich einfach wie ein neuer Mensch fühlt. Genau das kann man mit einer neuen Haarfarbe erzielen. Momentan sind konträre Looks sehr angesagt. Das heißt, man trägt blondes Haar zu einem eher dunklen Teint oder man trägt blondes Haar zu eher dunklen Augenbrauen. Wenn man es jetzt nicht ganz so radikal will, kann man auch erstmal ein bisschen mit Strähnchen und Paintings arbeiten und damit auch schon eine schöne Veränderung erzielen. Der nächste Tipp ist etwas für ganz Mutige, und zwar eine Dauerwelle. Ja, richtig gehört, die Dauerwelle ist wieder zurück, aber keine Sorge, sie ist deutlich alltagstauglicher und viel tragbarer, als sie es noch in den 80er Jahren war. Und das Besondere, es gibt jetzt auch spezielle Produkte, die für empfindliches oder feines Haar geeignet sind. Und zwar habe ich hier einmal von Keralog die Sensitiv Dauerwelle dabei. Die hat eben so mild formulierte Wirkstoffe, dass die Haarstruktur nicht geschädigt wird und dass es auch eben für eine empfindliche Kopfhaut gut geeignet ist. Außerdem enthält es auch pflegende Aminosäuren und Seidenproteine, die unsere Haarstruktur schützen und mit Feuchtigkeit versorgen. Wer es jetzt nicht ganz so radikal mag, kann es auch erstmal mit Beachwaves versuchen. Gerade wenn man seine Haare immer nur glatt trägt, können ja so lässige Wellen auch schon einen großen Unterschied machen. Die Beachwaves kann man jetzt auch ohne Hitze machen. Und zwar mit diesem Produkt von Keralog hier, Volume Beachwave. Das hat jetzt eine ganz neu formulierte Formel ohne Ammoniak. Das heißt, die Haarstruktur wird auch nicht geschädigt. Stattdessen sind Hyaluronsäure und Kollagen enthalten, die ja unsere Haarstruktur stärken und mit Feuchtigkeit versorgen, sodass man am Ende eben schöne Wellen hat, ohne dass die Haare dann kaputt gehen. Für eine ganz schnelle Typveränderung eignen sich auch so bunte und farbenfrohe Haarreifen oder Haarbänder sehr gut. Damit kann man seine Frisur einfach ein bisschen aufpeppen. Beispielsweise ein langweiliger Pferdeschwanz wirkt mit so einem Haarband gleich viel cooler, viel frischer und sieht einfach nochmal ganz anders aus. Einer der einfachsten Wege für eine Typveränderung ist natürlich ein Umstyling. Das heißt, wenn man einfach seinen Stil mal ein bisschen verändert. Oft reicht es auch schon, wenn man Kleidungsstücke einfach nochmal anders kombiniert. Das heißt, man muss jetzt auch gar nicht groß shoppen gehen, sondern kann einfach die Sachen, die man schon im Schrank hat, neu kombinieren. Beispielsweise ist gerade Mustermix sehr angesagt. Das heißt, man kombiniert Streifen mit floralen Mustern oder auch mit Polkadots. Und es klingt ein bisschen gewagt, aber es kann wirklich sehr, sehr cool aussehen. Auch mit Accessoires kann man sein Outfit nochmal ganz neu aufwerten. So ein schlichtes weißes T-Shirt wirkt durch mehrere Goldketten gleich viel lässiger und cooler. Und auch mit Gürteln kann man viel, viel mehr machen, als man denken würde. Beispielsweise ein Kleid wird durch einen schönen Taillengürtel nochmal toll in Szene gesetzt und wirkt dann einfach nochmal ganz anders. Der letzte Tipp hat auch mit Accessoires zu tun, und zwar geht es um eine Brille. Eine Brille ist ja heutzutage viel mehr als nur eine Sehhilfe, sondern ein richtiges Trendpiece geworden. Und man kann mit einer Brille wirklich sein Gesicht nochmal ganz anders zur Geltung bringen. Wenn man jetzt eher ein markantes Gesicht hat, kann man mit einem runden Brillenmodell sein Gesicht einfach nochmal weicher und sanfter erscheinen lassen. Andersrum lässt einen so ein kantiges, eckiges Brillenmodell einfach nochmal seriöser und kompetenter wirken.
Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps ein wenig ermutigen, mal neue Sachen auszuprobieren und wünsche euch ganz viel Spaß beim Umstylen und Umschminken. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.